Hi Leute, hier ist eure Sky Orisa zu einem neuen Part von Golden Sun, die vergessene Epoche. Im letzten Part bin ich hierher nach Madrid zurückgekehrt und ein bisschen durchgeknallt. Das liegt einfach daran, wir haben eine gewisse Person namens Dinaria getroffen, die ein paar sehr, sehr beunruhigende Dinge gesagt hat. Und außerdem habe ich etwas gesucht, das ich nicht gefunden habe. Und das war folgendermaßen. Ich habe da, glaube ich, ein paar Kommentare falsch verstanden von Link-Fan. Der meinte nämlich, dass man immer zwischen Madra und Kibombo hin und her switchen muss und dass man Alex helfen müsste, und ich habe irgendwie Alex hier vermisst. Das war's. Wahrscheinlich trifft man den noch irgendwann später. Jedenfalls, in diesem Part will ich aber noch nicht wieder nach Kibombo zurück. Das wäre auch ein bisschen blöd. Nee, wir gehen jetzt in die Katakomben von Madra, weil wir hier noch einige Sachen erkunden können und ich weiß zwar nicht mehr genau, was... Ich habe nicht mehr nachgesehen, was, aber wir haben ja jetzt Enthüller. Wir können das ja mal hier alles durchprobieren, oder nicht? Also so ist zumindest meine Idee zu dem Ganzen. Ach so, ja stimmt, hier war ja diese Haupttür, oder nicht? Und ja, ich hau mal hier ab, weil wir sind ja hier sowieso jetzt schon etwas OP, oder nicht? Was steht hier nochmal? Ach so, nur das Auge der Wahrheit. Ja, okay, dann... Cosma, setze bitte Enthüller ein und jetzt nicht wundern, ich habe nämlich nicht Geistleser, nicht Enthüller auf dem Shortcut, sondern Seiltänzer. So, und jetzt sind wir hier im innersten Teil der Ruinen, hier in den Katakomben. Und hier gibt es jetzt einiges zu sehen. Ich frage mich schon echt, wo wir anfangen sollen. Überall und nirgendwie, mir scheint. Erstmal sollten wir abhauen. Dann hätten wir hier noch eine kleine Froststelle. Hier haben wir noch dies, das und jenes. Achso, hier können wir erstmal was verschieben. Hier haben wir schon was verschoben. Hier haben wir Seiltänzer, wenn wir da hochkommen. Hier haben wir zuallererst mal eine Truhe. Das ist schon mal sehr wichtig. Die öffnen wir mal. So, jetzt will ich nochmal meine Shortcuts angucken. So, wo ist Verschieber? Gut, L ist Verschieber. Dann verschieben wir hierher die Säule. Dann haben wir eigentlich schon viel getan. Es wird sich nur, glaube ich, jetzt fast alles resetten. Deswegen nicht so gut. Na gut, zuallererst wieder abhauen, weil hier sind die Monster ziemlich overpowered. Also underpowered eher. Wir sind overpowered, Entschuldigung. Und deswegen muss ich da auch nochmal so ein bisschen gucken. Hier müssen wir, glaube ich, runter. Ja, sieht so aus. Komisch. Na gut, hauen wir erstmal vor dem Troll ab. Wahrscheinlich mussten wir doch da drüben lang. Na gut, jedenfalls, wir wollen hier jetzt noch die letzten Kleinigkeiten einsammeln. Und wenn wir damit fertig sind, dann brechen wir Richtung Kibombo auf. Um uns da diese fehlende Psynergy zu holen. So, erstmal will ich hier flüchten. Ach, da hätte ich noch Frost einsetzen müssen. Ich muss da nochmal zurück. Und ja, das ist jetzt ein ziemliches Rumprobiere meinerseits. Das liegt aber auch daran... dass ich das hier alles blind spiele, kein Vorwissen habe und einfach sicher gehen will. Und sobald ich durch eine Tür gehe, resetten sich eigentlich die meisten Rätsel. Und deswegen lohnt sich das eigentlich nicht wirklich, hier Frost einzusetzen. Aber ich versuch's mal. Vielleicht resettet es sich ja zufälligerweise mal nicht. Und dann könnte es ja was wert sein, das eingefroren zu haben. So, jetzt nochmal hier rum. Da lang. Hier runter. Ach, was soll's. Die 2, 3 Erfahrungspunkte. Wenn ich bedenke, wie wir uns damals so schwer getan haben, hier am Anfang in den Katakomben. So im Verhältnis. Und wow, sind die hier weitläufig. Und ah, hier ist eine Tür und eine offene Truhe. Waren wir hier schon? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir hier schon waren. Ich glaube, ja. Komisch. Ich dachte, hier wären wir noch nicht gewesen. Na gut,
Dann abhauen. Dann müssen wir durch die andere. Doch, ich glaube, hier waren wir schon. Und wir mussten zur anderen Tür. Beziehungsweise zu den anderen Türen. Und das war eigentlich das, was wir hier machen wollten. Ja, so kann es kommen. So kommt man mit den ganzen Sachen hier durcheinander. Naja. Das trifft aber eigentlich eher auf mich zu, weil ich jemand bin, der sehr leicht Dinge durcheinander bringt und sich oft ziemlich blöd anstellt. Keine Ahnung wieso. Eigentlich bin ich gar nicht so doof. Also ich kann mich zumindest ein bisschen besser als das anstellen. So, ich sehe mich zuallererst mal hier um. Mal die ganzen Fässer untersuchen. Und hier hinter ist eine Truhe. An die kommen wir so nicht. Oder können wir da lang gehen? Ich glaube nicht, weil hier sind ja Felsen und so. Nee, da kommen wir nicht weiter. Und ich finde ja den Hintergrund hier hinten so geil. Der ist ja richtig toll. Hm, na gut, gehen wir erstmal nach hier. Sehen uns hier um. Hier könnten wir runter, hier könnten wir rüber. Ah, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ja, okay. Okay, muss wohl verschlossen sein. Vielleicht, Enthüller? Nee, muss verschlossen sein. Kann man wohl noch nicht öffnen. Oder? Oder kann man die vielleicht mit irgendwas öffnen? Was wir hier haben. Ich glaube nicht, nee. Seltsam. Ich dachte, man könnte jetzt schon alles in den Katakomben erledigen. Hm. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur ein bisschen doof an, wie immer. So, hier kann man nochmal die Fässer untersuchen. Ah nee, die Fässer kann man hier doch nicht untersuchen, oder? Doch, kann man. Aber nur, wenn man davor steht. Ich frage mich, was für eine Stadt hier mal gestanden hat. Dass das so weitläufige, große Ruinen sind. Ich meine, wow. So, und hier haben wir eine Glücksmedaille. Jetzt nicht so wirklich was Besonderes, aber sehr, sehr gut. Ich sage also nichts dagegen. Und vor allen Dingen, an was für Details überhaupt gedacht wurde. Ich meine, man sieht hier sogar Spinnenweben in den Ecken zum Großteil. Das ist toll. Generell, die Dungeon-Gestaltung bei Golden Sun ist sehr toll. Da kann man echt gar nichts gegen sagen. Und ah, hier ist wieder so eine Tür. Aber bevor wir das machen, gehe ich mich erstmal nochmal hier umsehen. Und hier ist ein zerstörtes Bett. Okay. Sehr interessant. Aber hier kann man nicht hochgehen. Okay, kann ich hier vielleicht schon mit Enthüller was machen? Vielleicht ist hier ja irgendwo der Schalter. Und ich sollte mal statt Seiltänzer vielleicht Enthüller reinnehmen. Das wäre, glaube ich, ratsam. Ich finde hier irgendwie den Schalter nicht. Seltsam. Na gut, dann sehe ich mich nochmal in einer anderen Ecke um. An ein, zwei anderen Ecken. Und genieße diese wirklich tolle Höhlenmusik. Im Ernst, die ist... Wow, der Track ist klasse. Den habe ich viel zu lange nicht mehr gehört, als um ihn jetzt wieder neu schätzen zu lernen. Na gut, erstmal hier lang. Achso, ja. Da muss ich runterklettern. Da muss ich mir von da aus meinen Weg bahnen. Oder nee, eher weniger. Komisch. Obwohl, vielleicht muss ich irgendwie von dahin, also von der Tür da, da hochkommen. Ich weiß nur nicht wie. Heißt das jetzt, ich sitze wieder an so einem Punkt, wo ich nicht weiterkomme? Das wäre schlecht. Wobei, wenn nicht, dann kann ich das auch einfach ruhen lassen. Dann einfach wieder Richtung Kibombo gehen. Wir müssen ja noch ein paar Mal hierher nach Madra. So wie ich das verstanden habe aus den Tipps in den Kommentaren. Das wäre also gar nicht so schlecht. So, also hier ist schon mal nichts. Ist vielleicht irgendwo in den... Wieso ist hier eigentlich auch noch ein... Ich frage...
frage mich echt, was da hinten auf der anderen Seite ist. Vielleicht sollte ich erst einmal hier irgendwie den Raum durchsuchen. Nö. Was kann ich hier bloß machen? Das ist wirklich jetzt so eine Frage, die mich brennend interessiert. Na gut, gehen wir mal hierher. Hier ist nur die Truhe. Irgendwas sagt mir, dass hier in diesem Gebäude der Schlüssel liegt, wie man hier die Katakomben weiter erkunden kann. Und ich einfach nur mal wieder nicht in der Lage bin, das richtig zu lösen. Weil mein Hirn gerade irgendwie das wichtigste aller wichtigen Details übersieht. Was ist eigentlich hiermit? Was ist, wenn ich hier Enthüller einsetze oder so? Irgendwo hier muss doch ein... Was ist mit dieser Tür? Irgendwo muss doch hier ein Schalter dafür sein. Ja, muss wohl verschlossen sein. Habe ich vielleicht irgendwas, das als Schlüssel dienen könnte oder so? Nicht wirklich, aber was ist das eigentlich mit dem Auge des Zyklon? Wie Zyklon? Ich gebe das mal Cosma. Ich will mal wissen, was das ist. Ich glaube, das habe ich irgendwie vergessen. Zyklon. Starker Wind weht Unkraut hinfort. Unkraut? Naja, wird wahrscheinlich später nützlich sein. Nee, hier haben wir schon alles durchsucht. Das haben wir auch schon durchsucht, aber... Was kann man mit dieser Tür machen? Naja, vielleicht muss ich da mal Zyklon gegen einsetzen, obwohl... Blöde Idee. Ganz blöde Idee. Aber es war ein Versuch wert. So, hier versuche ich es nochmal mit Enthüller. Irgendwo muss es hier einen Schalter geben. Es ist total blöd, dass man dann nicht mehr hochkommt. Ach, verpisst euch, ihr Ratten und Trolle. Ja, ich scheine hier doch nicht weiterzukommen. Ich scheine hier auf verlorenem Posten zu sein, deswegen ich gebe jetzt nicht auf, sondern ich ziehe mich zurück, gehe schon mal Richtung Kibombo. Und falls ihr irgendwelche Tipps für mich habt, sagt's mir doch bitte. Und ja, ich mache das jetzt extra, damit ich mich nicht zu blöd anstelle. Das habe ich schon im letzten Part gebracht. Und deswegen würde ich dann jetzt sagen, gehen wir raus aus der Stadt und gucken mal, was so Richtung Kibombo drin ist. Und ich könnte ja auch nochmal nach den Pilzen gucken. So, den Weg zu den Klippen von Gondovan sollte ich noch kennen. Und ja, wir müssen jetzt den ganzen Weg zurückgehen. Um die Psynergy zu holen und alles Mögliche. Und ja, das basiert wieder mal alles auf Ticks... Auf Tipps von Linkfan. Mann, ich komme immer durcheinander und verschluck dann die Wörter. Das ist zu großartig bei mir. Das werde ich nie lernen. Ich bin jetzt 22 Jahre, ich lerne das immer noch nicht. So, da vorne sind schon mal die Klippen von Gondovan. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ah, stimmt, nach den Pilzen wollte ich mich ja auch noch umsehen. Dabei ist es so simpel. Halt! Wasserfontänen, lass mich wieder runter. Gut. Stimmt ja, da vorne muss man Frost einsetzen, dann geht es ja eigentlich schon. Das hätte ich schon länger mal machen sollen. Dann habe ich bloß nicht dran gedacht. Habe ich bloß nicht dran gedacht. Gut, dann hier hoch. Da hoch. Und hier haben wir den roten Pilz. Der Kicherpilz. Okay.
Dann als nächstes hier hoch. Jetzt kommen wir da vorne hin. Dann jetzt hier raus, hier runter. Da können wir jetzt nochmal einsetzen. Also Frost. Sowieso, alles ist so viel leichter mit diesen Eissäulen. Allerdings, achso, doch, doch, wir können da lang, glaube ich. Vielleicht. Erstmal müssen wir einen Weg da vorne da hochfinden. Und den haben wir auch schon. Wunderbar. Dann können wir hierher. Und, was? Achso, dann muss ich hier runter, richtig? Könnte auch sein, dass das jetzt eine Abkürzung raus aus den Klippen ist. Das wäre allerdings ziemlich cool. Und ja, ist es. Und ich habe ganz knapp den grünen... Oh, bin ich blöd. Na gut, ich muss nochmal zurück. Ich hole den grünen Pilz. Jetzt hält mich nichts mehr. Jetzt hole ich den auch noch. So, einmal Seiltänzer. Frost sollte noch aktiv sein, wenn wir da sind. Ist also nicht das Problem. Jetzt muss ich mich nur noch daran erinnern, wofür jetzt letzten Endes die Pilze waren. Ich glaube, hatte ich das irgendwie erwähnt? Oder... Na, mal sehen. Vielleicht finde ich es noch raus. Vielleicht finde ich es noch raus. Genau. Ich weiß nur, dass die Pilze wichtig sind. Das ist entscheidend. Es ist wichtig, wir müssen sie sammeln. Ich habe sie gesammelt. Schlicht und ergreifend, das ist das, was wir brauchen. Und das habe ich geschafft. Und ja, wenn man die Dinge im Leben manchmal so simpel sieht, dann hat man wenigstens in den kleinsten Dingen einen Erfolg. Und gerade ich als chronischer Pessimist brauche sowas. Und ja, ich bin sehr pessimistisch. Das glaubt man so gar nicht, aber ich bin ziemlich pessimistisch. Deswegen bin ich auch so vorsichtig. So. Ach ja, hier runter. Da hinten rauf. Und dann einmal runterrutschen, den Pilz holen und dann nochmal runterrutschen. Gut, hier hoch. Super, dann dahin. Einmal rutschen. Dann hier die zwei Potsblitz ausschalten. Damit wir wenigstens ein paar Kämpfe in diesem Part zeigen. Gut. Dann hierher und wir haben den Heilschwamm bekommen. Jetzt einmal hier runter und... Nein, es ist doch keine Abkürzung, aber wir haben den Pilz. Wir müssen also weiter dieses Sprungrätsel hier machen, das ich so feiere. Yay. Man hört meine Begeisterung. Meine nicht vorhandene Begeisterung dafür. Wie ging das nochmal? Ich vergesse das immer. Das liegt aber auch daran, es sind so viele Felsen auf einmal. Das kann man leicht verwechseln. Und ich habe schon wieder getan. Okay. Wir konzentrieren uns. Und schaffen das. Aha, aha, aha. Ja, ich habe es, glaube ich, jetzt wieder im Kopf. Ja, doch, doch. Das ist immer diese Ecke, die mich so verwirrt. Und der Rest ist eigentlich total simpel. Wenn man den Sinn dahinter versteht. Aber ich komme immer damit nicht klar, dass man erst da runter hüpfen muss, dann in die Kurve und dann wieder hoch. Aber auf der anderen Seite, also auf der anderen Felsreihe. Das will irgendwie nicht so wirklich in meinen Schädel. Keine Ahnung wieso. Nun gut, dann einmal hier runter, oder? War das so richtig? Ich glaube ja. Dann hier lang, da lang. Und da ist eine riesengroße, wunderschöne Brücke. Und mit dieser Brücke haben wir die Klippen von Gondovan wieder einmal hinter uns gelassen. Dann dürfen wir jetzt hier runter.
dort entlang. Ich mache den Part jetzt, also diesen Part jetzt noch so lange, bis wir in Kibombo tatsächlich angekommen sind. Und dann würde ich im nächsten Part dann den Weg zu der Psynergy tatsächlich machen. Zumindest glaube ich, dass es eine Psynergy ist. Also man kann mir nichts erzählen, dass die Kräfte, die die Kibombo einsetzen, keine Psynergy waren. Das sollte eigentlich jedem mittlerweile klar sein. Mir auch. Gut. Noch ein Stück weiter. Da vorne sind schon mal die Berge. Das ist viel wert. So, dann sind wir so gut wie da. Ich meine, immerhin sind die Berge von Kibombo ja jetzt total unsicher. Also, total sicher. Wir müssen uns nicht mehr verstecken. Wir müssen hier nicht mehr rumschleichen. Werden auch nicht mehr erwischt. Können einfach hier ganz normal die Treppen lang gehen. Und so den Weg eigentlich innerhalb von ein paar Minuten zurücklegen. Es ist halt nur eine Frage, wie schnell wir tatsächlich laufen. Aber etwas, das das Lauftempo erhöht, gibt es, glaube ich, in diesem Spiel nicht, oder? Also in Teil 1 gab es zumindest nichts, wenn ich das richtig... Ja, doch. So lange ist Teil 1 und auch wieder nicht her, dass ich mich daran nicht erinnere. Und wenn man bedenkt, dass ich drei Viertel des ersten Teils sowieso ohne B-Taste gespielt habe, würde ich mich daran erinnern, wenn es etwas gäbe, das das Lauftempo erhöht, außer der B-Taste. Oh, jetzt halt auf und versucht mich nicht ständig einzuschläfern. Ja, jetzt hat's geklappt. Toll, und jetzt, wo Jenna eingeschlafen ist, jetzt konnten wir abhauen. Naja, jetzt ist Jenna sowieso wieder wach. Das heißt, die Elfen haben das ganz umsonst gemacht. So. Habe ich da gerade zwei Ecken gespart? Einfach, weil ich kurz vor Ende der Treppe nämlich zur Seite gedreht habe und runtergedrückt habe? Cool. Ach so, was wollte ich denn hier nochmal gucken? Stimmt, hier wollte ich mich eh nochmal kurz umsehen. Nur so aus... Ach doch, wir waren hier schon. Ich wollte nur nochmal aus Neugier gucken. Hihi. Und entschuldigt bitte. Oh, mein Husten meldet sich mal wieder. Nach dem Part muss ich dringend was trinken. So. Gleich sind wir da. Wieder zurück in Kibombo, nachdem ich in den Katakomben von Madra kläglich gescheitert bin. Wie immer. So, dann gehe ich jetzt noch bis zur Kabomba-Statue. So, und dann würde ich jetzt sagen, im nächsten Part würde ich dann nochmal in die Kabomba-Statue reingehen. Und dann, wenn wir im Inneren sind, würde ich dann versuchen, die, diese mysteriöse Kraft, um die wir mit Akafubu konkurrieren, zu bekommen. In diesem Sinne würde ich dann sagen, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye. Und ich danke schon mal im Voraus für eure Tipps.